Hi Leute, und willkommen zurück zum Genshin Impact. Wir machen die letzten beiden Events fertig. Und dann holen wir uns unseren Free Character. Und dann sind die nächsten Events nächste Woche erst. Das heißt, da haben wir eine ganze Menge Zeit, um uns zu erholen und Ruhe schon mal was vorzufahren, falls wir Ayaka nächste Woche pullen wollen und schon mal irgendwelche Artefakte für sie brauchen. Okay, dann. Acht und morgen, okay, morgen. Sonnenblume, der Kranz. Aha. Uiuiui. Also. Das. Kranz. Sonnenblume war. Und auch bei dem anderen. Nein. Quatsch. So. Okay. Vorne diese. Vorne rechts diese, vorne links diese, bist du das Fuchsohr? Ich will eigentlich ohne nachgucken. Schwer zu sehen, leider so. Das könnte auch wieder die andere sein. Okay. Ich würde sagen, so ungefähr. Bei den anderen ist nichts. Okay, dann schauen wir mal. Oder? Also, hinten links ist kleiner als rechts. Das habe ich schon gesehen. Vorne sind alle anderen sind klein. So wie
wie es aussah. So. Nee. Okay, dann müssen wir doch durchlesen. Also, wie ist der Bogen? Vorne links, kleinen Ring des Herzens. Vorne links, Ring des Herzens, klein. Passt. Vorne Mitte, kleine Kontur der Euphonie. Vorne Mitte, Kontur der Euphonie. Okay. Es ist so schwer zu erkennen, was ist das eine Blume oder ist das einfach schrecklich? Dann vorne rechts. Vorne rechts, kleiner Ring des Herzens. Ist richtig, ne? Ja. Vorne links. Nee. Hinten links. Mittelgroß, Spiegel der Sonne haben wir. Hinten Mitte. Auch Mittel. Es ist beides Mittel. Das sieht aber nicht nach Mittel aus. Das letzte. Hinten rechts. Mittelgroßer Flügel der Wünsche. Okay, deshalb sieht man das nicht. Halt, stopp. Moment. Dahin erst. Weil das so. Nee, Moment. Mittel. Ach nee, in der Mitte ein großes. Okay, Moment. Da habe ich wieder nicht ordentlich gelesen gerade. So. Nein. Klein, 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 mittel, groß, mittel. Klein, klein. Perfekt. Und damit wären wir durch. Wir haben alle Blumenpötte für uns und alle anderen Sachen auch fürs Housing. Und das heißt jetzt das letzte, die Kampfherausforderung. Let's go. Benny's Adventure Team. Gestern war die Kampfherausforderung mit dem Elektro-Samurai. War mega einfach. Oh, heute kommt. Ah. Oh, der kommt unser Kumpel. Wer ihn nicht kennt, der hat irgendwie vergessen, seine Quest zu machen. Okay, welches von seinen Dingern kann man parieren? Mal gucken. Oh, warte. Ich glaube, den.
den Schwanzschlag. Aber er liegt extrem lange auf dem Boden. Komm. Einmal noch. Da war ich wieder zu schnell. Los, schlag mich, du Hund. Er verzögert das so sehr, ne? Nimmt das Messer im Mund und dann wartet er noch 5 Sekunden, bis er dann irgendwann damit zuschlägt. Ganz schlimm sowas. Wieder. Warte doch nicht so lange. Komm. Okay, man hat so einen kleinen, ganz kleinen Indikator, wann man draufhauen kann, wenn es so ein bisschen anfängt zu blitzen bei seinen Attacken. Ja, wenn so ein bisschen sein Schwert anfängt zu blitzen bei seinen Attacken. Nein. Abbrechen. Abort. Mission Abort. Neu starten. Wir müssen das ja in den 75 Sekunden schaffen für die Pelone. Ma, mach das schneller. Kann wohl nicht sein. Musst du das bitte schneller machen? Komm. Ich mich doch verarschen. Das ist das Timing genauso nervig wie beim zweiten. Yeah!
Weg mit ihm. Sehr, sehr nerviges Timing. Richtig nervig. Das letzte ist ja einfach nur ihn wieder besiegen. Da ist er wieder ohne Timing. So. Oh Gott, er kämpft richtig. Er kämpft wirklich richtig. Komm. Oh, er hat eine Ausdauerleiste, wie lange er blocken kann. Okay. Gleich ist seine Ausdauerleiste weg. Jetzt. Okay. Er hat wieder eine Ausdauerleiste, wollte mich verarschen. Okay, wie... Oh, das ist ein sehr guter Call. Ihn vielleicht im Feuer stehen lassen. Ein bisschen. Ja, das ist... Uff, Moment. Muss man das machen, um Jinkyo zu bekommen? Ich hoffe nicht. Nein, okay. Man muss es nicht machen, um Jinkyo zu bekommen. Also ab dem Punkt könnt ihr irgendwie schon haben. Anscheinend. Das heißt ja nicht, dass wir das nicht trotzdem versuchen. Noch ein bisschen zumindest. Ja, Timing, ne? Komm. Das ist echt ein gemeiner Hund, weißt du das? Hä? Das war kein perfekter Block. So nervig. Ja, okay. Nö. Er tötet mich. Nö, denn nicht. Also wenn wir das nicht brauchen, um Jinkyo zu bekommen, ist es egal. Wir holen uns die Belohnung ab. Also, wir müssen es nicht machen. Da lassen wir Leute ran, die ein besseres Timing haben. Da wir jetzt alle Events fertig gemacht haben, haben wir uns auch Jinkyo verdient. Da ich natürlich schon auf C6 habe, passiert bei mir da nicht viel. Ich krieg halt nur den Sternenglanz. Wenn ihr ihn noch nicht habt, beziehungsweise noch nicht auf C6, kriegt ihr natürlich die ihn entsprechend oder halt sein Material, um ihn dann in der Konstellation weiter hochzubringen. Ja, so bekommt ihr ihn. Was auch jetzt ist, dadurch, dass wir die Events fertig gemacht haben, können wir hier unten nochmal runter und nochmal extra Punkte für den
Erlebnispass, Battle Pass holen. Und hier auch nochmal gut an Punkten absahen. Sehr schön. Nice. Oh, können wir, oh, hey, können wir nochmal pullen? Da können wir nochmal reingehen. Und, aber okay, ist okay. So, wer ihn nicht gemacht hat. Beziehungsweise, ich habe gestern kein Video für ihn gemacht. Diesen Doppelschlag will man. Oder den Überkopfschlag. Warte, nochmal, komm. Er muss ihn halt auch dazu motivieren, dass er den macht, genau wie beim zweiten. Ne? Also genau hier wie beim zweiten Gegner, wo man den auch immer ein bisschen schlagen musste, damit der motiviert ist, den parierbaren Angriff zu machen, muss man das bei dem halt auch machen. Okay, und damit sind wir durch. Alle Events sind fertig. Das nächste Event. Ist es schon drinne? Ich weiß, dass ich habe es auf Twitter gesehen. Ich habe nicht gesehen, ob es hier schon mit drinne ist. Hier natürlich Ayaka, ne? Wann war das? 19. Und dann ein paar Tage später dann auch die nächsten Events. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Noch ein bisschen rumbetteln. Das Timing. Ich bin alt, ich bin langsam. Ich habe das nicht so mit den Parryen in Spielen. Vielleicht schafft ihr es ja, den unbesiegbaren Hund zu besiegen. Bis dahin. Ciao, Leute.